So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Attack of the B-Team. Wir haben das letzte Mal, ja, unser Haus angefangen. Ich wollte ja die Dings setzen, die Setzlinge. Jakarta, genau. Die brauchen wir unbedingt. Ja, ich habe mich ein bisschen auseinandergesetzt mit ein paar Mods. Richtig guten Mods und die will ich jetzt euch dann mal zeigen. Und hier mal ein paar Sachen hier einlagern können. Wir brauchen neue Kisten. Was ist denn das? Die kann man einfach so craften. Okay. Ich weiß es nicht. Irgendwas ist buggy. Ich wollte Kisten machen, genau. Stöcke haben wir. Ja, vor allem will ich momentan das Minen ein bisschen abgeben. Dafür will ich den Minion-Mod benutzen. Und dazu brauche ich den Stab, der ich nicht weiß, wie der heißt. Man kann, glaube ich, irgendwie Add Minion. Genau. Da kommt der Minion Mod. Ich möchte aber die Rezepte. Ich möchte Rezepte. Optionen, Inventar, Rezeptmodus, ja. An. Mach ich das mal aus. Ich möchte den gern haben. Wie kann man den craften? Na toll, jetzt weiß ich nicht, wie man den craftet. Irgendwas mit Diamanten sicher. Ja, das ist eine Schaufel, das weiß ich. Ach komm. Dann werde ich das nächste Mal ja lernen, wie man das macht. Und ich werde jetzt, ja, die kann man mitnehmen. Ich werde jetzt noch schauen, wie man die von Ding macht. Carpenter. Genau hier. Diese Sachen kann man hier machen. Da kann man zum Beispiel so Druckplatten färben, umändern, eine Rampe machen, Treppen umfärben, ein Bett umfärben, alles Mögliche. Also, wenn man zum Beispiel dieses Bett nimmt, Bretter ringsum, da hat man einen Carpenter Block, da kann man eigentlich jeder Block benutzen, zum Beispiel ein Erzblock oder so. Kann man sogar grüne Setzlinge oder so ran tun. Aber das alles nacheinander. Ich wollte ja, dass dieser Baum wächst. Holen wir noch mehr Setzlinge, damit es schneller geht. Dann machen wir heute diesen Part noch ein bisschen am Haus weiter. Und werden noch ein bisschen erkunden. Ich will dann die Minions noch irgendwo hin tun, wo wir dann ja nicht unbedingt irgendwie ein Haus bauen müssen oder so. Ah, toll, kein Setzling. Da unten ist ein Setzling, gut. Ah, dort ist besser. Da gibt es mehrere von diesen. Jakarta Woods. Okay, habe ich zwei Setzlinge schon mal. Und ja, wir werden sowieso wahrscheinlich bald noch umziehen. Keine Ahnung. Mir gefällt es halt einfach nicht so. Hier gleich im Spawn oder so. Weil es gibt ein extrem cooles Gebiet. Es ist extrem dunkel und bläulich, dunkelschwarz. Dorthin will ich. So werden wir hier die Bäume, also die Blätter wegmachen. Okay, da haben wir nochmals einen Busch, einen Busch.
Gibt es noch ein Setzling? Ja, ein Setzling haben wir noch. Hier haben wir übrigens Büsche. Die müssten einmal nachwachsen. Und ich habe ja das letzte Mal hier ein paar Sachen rausgesucht. Also von den kann man das wieder ausmachen. Nicht. Wir brauchen noch eine Fledermaus, dass wir fliegen können. Die haben wir letztes Mal gesucht und nicht gefunden. Und dann brauchen wir noch man kann so mit einem Mod, der wo man die Hautschuppen abkratzen kann, mit denen kann man dann die DNA rausfinden. Da kann man uns so zu einem besseren Mensch machen irgendwie. Und dafür braucht man so einen Hautschaber. Den weiß ich ja nicht, wie man den herstellt. Ich sollte mich ein bisschen besser vorbereiten. Hautschuppenschaber, ich weiß es nicht, wie der heißt. Necromancy ist es nicht. Eine Bonenadel. Also eine Knochennadel. Nein, dann schauen wir mal nochmals durch. Von hinten, also kann man richtige Abwehrstellungen so machen. Die Mods habe ich übrigens reingetan, weil ein Kollege das wollte. Wir machen nebenbei noch einen Hamachi-Server, da sind meine besten Kollegen drauf. Und wir bauen dort extrem schöne Sachen. Also wir haben so ein Airfield gedacht, bauen wir. Und dann bauen wir noch eine Burg und alles Mögliche. Also seid gespannt, was sich da noch so tut. Ich werde Ihnen dann noch ein bisschen let's showen, wenn wir etwas gebaut haben. Momentan haben wir nur eine Höhle, also wir haben erst jetzt vorgestern angefangen und haben halt Survival jetzt noch gemacht. Haben ungefähr 5 Stacks Diamanten gefarmt. Also hier seht ihr, wie viele Blöcke man sich kräften kann, können. Oh, also ja. Wie viel möglich ist überhaupt? Wir könnten die schönste Burg bauen mit den Blöcken. Und das werde ich auch wenn es 1000 Parts geht. Hier haben wir die Tropikraft-Sachen. Ich weiß ungefähr, wie der aussieht. Also, wir werden ihn schnell finden. Und dann kann ich Sachen abkratzen. Das ist der Scrapper. Oh, Steingriff. Oder normaler Stick. Wir brauchen Eisen. Wir haben doch irgendwo Eisen. Wir haben Eisen. Wo ist das? Da. So, probieren wir das so, sonst müssen wir halt Steingriffe machen. Ja, wir brauchen Steingriffe. Dann nehmen wir Stein. Da ist Stein. Und machen Steingriffe. So, machen wir gleich mal 2 Scrapper. So. Und tun das Eisen wieder hier rein. Gut, jetzt ist der Baum gewachsen. Dann können wir schon mal ein kleines Haus bauen. So. Machen wir hier noch ein paar Dinge. Machen mal die anderen Bäume weg. Dann haben wir schön viel Jacarandawood. Dann können wir die auch drüben wieder anpflanzen. Und machen hier mal wenigstens ein kleines Häuschen. Weil so schnell gehen wir noch nicht in ein anderes Gebiet. So, ich möchte das so ein bisschen anpassen. Machen wir ein längeres Haus. So. Das sieht doch schön aus. Also das können wir, das Holz können wir dann auch mitnehmen in dieses Gebiet. Das passt sicher auch gut.
Ich habe einfach so richtig Bock, in einem nicht sowjetlichen Gebiet zu leben. Es macht Minecraft einfach viel anders. Das meine ich damit. Und ja, vielleicht finden wir bald eine. Gehen wir in diesem Part noch ein bisschen auf Erkundung. Halt dorthin, wo wir noch nicht waren, natürlich. So, nehmen wir die Setzlinge mit, die so fallen gelassen werden. Also wir machen ja, wir haben ja hier, wir machen hier nochmals ein altes Haus, Waypoint. Und gehen dann mal nach Südosten, das sieht mal gut aus. Vielleicht finden wir dieses Biom, ja. Also es ist nicht so selten, auf dem Server haben wir das ein paar Mal gefunden. Also kein Problem. Ja, irgendwie ist das ein bisschen buggy. Die haben irgendwie einen Fehler gemacht mit dem Mod da. Wie heißt der schon wieder? Wie heißt der Mod schon wieder? Der hat doch so einen guten Namen, der auf Deutsch auch irgendwas heißt. Ja, Drago. Du kannst dich wirklich nichts merken. Ah, Pflanzmod. Pflanzenmod. Ich spiele den Pflanzenmod. Pflanzmod. Also nehmen wir mal ein paar Sachen mit. Einfach nur zum dann ansetzen. Himbeerbuschzeugs. Und dann Ahornsetzlinge. Grüne. Können wir mitnehmen. Nicht grau wollen. Fichtensetzlinge. Gummibaumsetzlinge. Hier mal die Setzlinge. Pflanzen wir dort schon mal an. So. Und jetzt nehmen wir die Pinien noch mit. Gut. Dann gehen wir einfach mal unser neues Zuhause suchen. Eines, das mir ein bisschen besser gefällt. Wenn wir nur eine Fledermaus finden könnten. Oh, hier ist noch ein großer Baum. Das sieht nicht schlecht aus. Also was ich werde verschiedene, ja, sagen wir mal, Dörfer oder so machen, Anwesen, Burgen oder so, in verschiedenen Biomen, dass wir Abwechslung haben. Mir ist wichtig, dass es euch gefällt. Es muss mir nicht gefallen und es muss ja nicht langweilig gemacht werden. Also ich habe sehr, sehr viel, ja, das Gegenteil von Langeweile halt. Fun. Sehr viel Fun. Und deshalb kann ich, ja, spielen, was ihr mögt. Ich will auch spielen. Also ich will es den Fans spaßig machen. Oh, ein Drachenei. Cool. Haben wir schon mal ein Drachenei? Also einen wollte ich doch noch mitnehmen. Ich will ihn nicht töten jetzt. Das ist jetzt nicht so wichtig. Dann machen wir uns doch mal zum Tintenfisch. Einen Drachen möchte ich unbedingt dann noch töten, damit ich mich in einen Drachen verwandeln kann. Verwandeln wollte ich mich. So, da sind wir tausendmal schneller. Oh, hier geht's gar nicht drüber. Da verwandeln wir uns zurück. Oder einfach in eine Kuh kurz. So. Mit dem Morph müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Ihr könnt in die Erde gepackt werden oder sonst irgendwas und sterben. Also nicht gleich in einem Hardcore-Game diesen Mod verwenden oder so. So, dann machen wir mal auf Speed. Yeah, Schnellboot. Jetzt sind wir ein Schnellboot, gehen wir nach Westen, Osten. Osten ist es ja. Da unten haben wir auch noch ein Biom, aber das ist das gleiche Biom wahrscheinlich. Da ist Schnee, ah ja, das ist Schneebiom noch. Okay.
verdörrter Wald ist hier. Ah, hier sind noch diese Dinge, die will ich auch töten. Das sind Aqualypen, wie man denn sagt. Diese Ammonitas von Dingen von Pokémon. So. Hier unten hätten wir zum Beispiel ein Biom, das mir noch gefallen würde. Ich nehme den Helm mit hier. Ja, vorsichtig, dass wir nicht ertrinken, weil wir an Luft ertrinken wir als komisches Squid-Teil. Aha, das ist so ein Biom. Genau, das ist Jade Forest oder so. Rainforest, okay. Dann gibt es noch Jade Forest, die sind noch heller. Leider nicht ganz so schnell, also wahrscheinlich sind wir dann mit einem Motorboot schneller. Ja, das können wir jetzt gerade nicht mitnehmen. Jetzt dachte ich, da hinten wäre ein Berg, aber ist es nicht. Pinion, was ist das? Fungi-Oase. Ja, genau. Gehen wir ein bisschen weiter. Also, ich möchte... Ja, kommt darauf an, wie der Mod noch weiterentwickelt wird. Das als Langzeitprojekt machen, als, ja, sagen wir, First- oder Toot-Projekt recht oft machen. Und, ja. Ihr dürft alles wählen, also ihr dürft entscheiden, was ich mache. Und ja, einfach in die Kommentare schreiben. Einer muss ja anfangen, wieso seid ihr das nicht? Da dürft ihr anfangen und ja. Also eben in diesem Projekt habe ich jetzt noch keine Wünsche bekommen. In anderen Projekten habe ich schon ziemlich viele Wünsche bekommen. Aber natürlich auch noch nicht so oft, weil ich noch nicht so berühmt bin. Und die meisten Leute wollen natürlich nur die Videos schauen und nicht irgendwas kommentieren oder was wünschen sich oder sonst irgendwas. Und ja, wieso ist dort ein Pfaden gewesen? Ist hier irgendwo eine Spinne? Eine Spinne kann gar nicht gestorben sein hier. So, das ist irgendwo ein Sumpf oder so. Was ist das da? Ich sehe nichts. Das ist Grassland. Okay. Gehen wir weiter. Leider ist hier alles Wasser. Also ein riesiges Ozeanbiom. Und nicht so gut für unsere Zwecke geeignet. Da müssen wir viel erkunden in diesem Let's Play, damit wir optimale Baumöglichkeiten finden. Das ist jetzt mal schön, das habe ich jetzt auch noch nie gesehen, so solcher Lehm oder was das ist. Das ist anderer Sand. Gehärteter Sand, das ist die Oatback. Okay, der Name kommt mir bekannt vor. Aber nicht die Farbe und so. Wir schwimmen einfach mal so rings um das Ding unter den Blättern vorbei. Und das ist der Sludge Pit. Der Sludge Pit. Was ist denn Sludge Pit? Das sind zwei Wörter, die ich nicht so gut weiß. Oh, hier haben wir ein herbstliches Biom. Irgendwie ist es ein bisschen buggy. Wir müssen ein bisschen raus. Ah, das ist das gleiche Biom, wo wir das Haus haben wahrscheinlich. Dann werden wir hier mal zum Menschen wieder. Gibt es ein Tier, das extrem schnell laufen kann? Das wäre doch gut. Also, wirklich ein tolles, großes Lob an den Biome so Plenty Entwickler. Was ihr noch ein bisschen besser machen könnt, ist mehr Höhlen einbauen und so. Also alle ran will ich nicht. Ah, das ist Wasserartischocke. Nehme ich mit. Ein Drachenei kann man stacken. Ein Ding brauche ich nicht, oder?
Noch ein Ei kann man stacken. Dann nehme ich ja die Dinge raus. Weißer Stein, Random Things. Lassen wir hier. Ich weiß nicht, für was Random Things, der Mod, für was das ist. Keine Ahnung. Das müssen wir alles noch herausfinden. Also wenn ihr Tipps und Tricks zu den Mods habt oder mir ein bisschen erklären könnt oder ein Video, ihr könnt auch mir ein Video schicken, aber das am besten per PN oder so, wo ihr ein Tutorial oder so, also von einem Tutorial, wo ich das ganz easy dann anschauen kann. Und ja, wenn ihr mich natürlich eben unterstützen wollt, dann könnt ihr verschiedene Sachen für mich erledigen. Ich komme dann noch auf euch zu. Und ja, also einfach mal, wenn ihr aushelfen wollt, schreibt einfach mal irgendwo hin, dass ihr gerne aushelfen wollt, und dann dürft ihr gerne ein paar Sachen für mich machen. Und ja, und wenn ich eben jemanden irgendwie unterstützen kann, außer durch irgendwelche Werbung machen oder so, das mache ich nicht gerne, dann dürft ihr da gerne mich daran, also ja, einfach schreiben, ihr möchtet gerne geholfen werden oder sonst irgendwas, aber eben ich kann noch nicht gut helfen, also so mit was mit pushen, Kanal pushen oder so kann ich nicht machen, will ich auch nicht machen. Ich kann die Videos anschauen und Verbesserungsvorschläge geben, aber ich habe leider sehr wenig Zeit, dann kann ich das nicht immer annehmen. Und ja, und wenn ihr mir helfen wollt, sehr gerne. Ihr dürft Videos über mich machen. Ihr dürft Zusammenschnitte machen, sowas. Ihr dürft mir Spiele empfehlen, die ich Let's Playen soll. Alles Mögliche. Ja. Sobald 1.8 draußen ist, werde ich dann auch Survival Games und so machen. Dann kann ich das auch machen. Weil momentan kann ich das nicht machen, weil ich Java 64-Bit habe und da die Version nicht wechseln kann irgendwie, weil halt der Launcher das nicht erkennt. Und deshalb muss ich dann noch ein bisschen warten, weil ich habe die 1.72 installiert und die meisten Server sind schon auf 1.79 und so weiter. Weil die natürlich eigene Plugins haben, die sie nicht freigeben. Und ich natürlich auf 1.72 die Plugins haben, also nur zur Verfügung habe. Also sowas von vieles, viel mal dieses Biom Maplewoods, das ist gigantisch, das habe ich auf der Multiplayer Map nicht. Also dieses Biom ist mir noch nicht nie untergekommen und wir haben schon sehr viel erkundet, weil wir eben einen Flugplatz Baustelle gesucht haben und ja, nie gefunden haben. Und jetzt haben wir eine gefunden, aber wir haben dieses Biom nicht gefunden. Okay, wir gehen eigentlich immer wieder weiter in eine Richtung. Wir sollten so langsam ja, wir gehen ein bisschen mit noch Norden vielleicht dann noch. Mal schauen. Hier unten habe ich Diamanten. Oh nein, das sind. Was ist das? Aluminium. Okay. Wir gehen mal zu diesem Dorf und machen hier einen Wegpunkt. Und schon wieder dieser Regen, den ich nicht ausschalten kann. Keine Ahnung von welchem. Glaube ich, Wettermod für Tropikräfte ist das, glaube ich, oder so. Leider kann man nicht überspringen. So, schauen wir mal, was wir hier drin haben. Machen wir hier jetzt schon mal den Wegpunkt Dorf 1. So, was haben wir hier? Dornen.
Schwimmflossen! Yeah! Ich weiß doch, wusste doch, dass da etwas Gutes drin ist. Ja, brauchen wir das Brot? Ja, die Eisenspitzhacke brauchen wir nicht. Was ist das? Ein Hund? Da drin ist nichts. Es gibt hier noch Häuser, wo Dinge drin sind. Tinkerous Construct Sachen. Und dann gibt es noch Häuser, wo andere Sachen drin sind. Der Mod für Ding ist ja nicht drin. Der Mod für von Nature, wo die Bienen sind, die sind ja nicht dabei. Der ist nicht dabei, wo man Bienen züchten kann. Den könnte ich dann auch mal reintun, wenn es geht. Hier ist Tinkerer's Construct. Hier oben hat es auch noch irgendwelche. Und wie ich sehe, hat es immer wieder so Friedhöfe. Das ist auch sehr interessant. Geh mal aus dem Weg, bitte. Diese Blumen. Okay, das war's. Dann gehen wir weiter. Jetzt können wir so schwimmen. Sind zwar nicht ganz so schnell, aber immerhin müssen wir uns jetzt nicht verwandeln. Und was ist denn das für ein... Was sind denn das für Bäume? Erst das ist ein Silberwut oder ein grauer Baum, grau gefärbte Setzlinge, hellgrau sogar. Das normale Tropenholz mit Eichenlaub. Okay. Oh, das ist doch schönes Biom. Wollen wir hier bleiben? Ich werde noch kurz hier unten das erkunden dort mit den hellen Blättern. Oh Gott. Wir haben nicht mal viel verloren. Ich hab so... Ich will hier bleiben beim violetten Biom. Das passt dann auch ein bisschen besser zu anderen Sachen. Ich wollte noch kurz weiterschauen. Ja, hier haben wir nichts. Dann werde ich gleich noch eine neue Aufnahme starten. Neue Part. Und werden wir dann im nächsten Part schauen, was wir so bauen können. Wir müssen uns irgendwo hier nach oben graben. So am besten. Also, wir müssen kurz in dieses Biom mit den hellgrünen Bäumen und dann gehen wir noch in dieses Biom mit den violetten Blättern. Ah, das ist so ein Biom. Okay, hier können wir auch irgendwas bauen. Das ist der Bayou. Okay, da können wir auch etwas Schönes bauen. Aber jetzt will ich kurz weg von den Dornen. Ich will eine Fledermaus finden, damit wir fliegen können. Ist doch viel besser, wenn wir fliegen können. Gehen wir mal hier runter. Hier hat's nochmals Diamanten. Gott, oh Gott. Also Diamanten finden ist diesem Mod sowas von leicht. Leichter geht's gar nicht mehr. Und darum haben wir auch bald ein bisschen OP-Sachen. Dann können wir mal irgendwo hinporten und Monster anmachen. Ah, wir haben eine. So, wir können uns in eine Fledermaus verwandeln. Fliegen wir jetzt. Wir fliegen mit dem Wind. Yeah. Endlich. Können wir gleich noch dieses Biom hier unten anschauen. Und dann gehen wir nach oben. Ah, hier haben wir sogar nochmals einen Steinkreis. Melonen-Seeds können wir auch mitnehmen, wenn wir noch Platz haben für irgendwas. Mal schauen.
Ja, das normale war Zeugs. So. Gut, dann gehen wir nach oben in das schöne Biom. Also eben schöne Biome hat es in der Nähe nicht. Also dieses Biom, das mag ich irgendwie nicht, aber dieses Biom, ich hoffe mal, das ist recht groß. Oh, hier hat es eine Schlucht. Also ich finde das ja mal wunderschön. Wir könnten zum Beispiel hier oben an dieser grauen Stelle das Haus bauen. Oder ein bisschen weiter nach oben. Mal schauen. Dieser Hut, den möchte ich gerne. Ich möchte kurz hier reinschauen. Kohle, eine Schablone. Ich weiß nicht, für was die Schablonen sind. Hier oben haben wir einen Sumpf, das ist jetzt nicht ganz so schön. Das mag ich irgendwie nicht ganz so. Also ein bisschen weiter weg vom Sumpf. Ein schwarzer Sumpf, wie heißt denn der? Einfach nur Swampland. Eigentlich sieht er schon recht schön aus, aber nicht in die Nähe von unserem Haus. So, also hier heißt es Lavenderfields. Gut. Und hier ist die Grove. Ah, das ist doch schön. Irgendwie gefällt mir das sogar schon ein bisschen besser. Weil es ein bisschen dunkler ist. Mal überlegen. Ach komm, wir werden hier irgendwo hier uns niederlassen und werden das Lavender Field für etwas anderes benutzen. Wir werden ein paar Lavendelsachen mitnehmen. Hier haben wir zum Beispiel eine gigantische, ein extrem gigantisch großer Berg. Was ist denn das? Alpen? Ja, wir haben die Alpen gefunden. Oh Gott, oh Gott. Und hier unten, was ist das? Da können wir irgendwas auf den Alpen bauen oder so. Also wunderschön. Ah, oh, das ist dieses Biom, das liebe ich auch. Wie heißt das? Weizenpester. Okay. Also hier haben wir eine Tip-Top-Gegend. Hier können wir irgendwo uns niederlassen. Am besten irgendwie so, dass wir hier runterschauen können, also zum Beispiel hier und da drüben die Alpen haben. Nochmals die Karte aufmachen. Wir sind hier. Da drüben gibt es noch ein Biom, aber das ist wahrscheinlich einfach ein 0815 Biom. Ja, das ist irgendwo so ein Sumpfland. Sumpfland. Ja, Ticket. Buschland, meine ich. Hier ist ein Dead Forest. Das passt jetzt wieder weniger gut. So, dann werde ich mich hier irgendwo niederlassen und eine Steppe haben wir auch hier. Gut. Ja, suche ich noch kurz den schönsten Platz für unser Haus. Dann geht's nach... das nächste Mal zu unserem ersten Hausbau, richtigem Hausbau. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch schon mal. Ja, hier irgendwo. Zum Beispiel hier. Wir haben schon ein Haus. Wir haben eigentlich schon ein Haus gefunden. Dann werden wir uns hier niederlassen. Hier oben das Haus bauen irgendwie. Das sieht irgendwie cool aus. Ja, wir werden hier das Haus bauen. Dann haben wir hier einen schönen Schneeding. Genau. Also dann verwandle ich mich zurück. So. Setzen hier die Büsche hin.
Und machen dann das nächste Mal das Zeugs, das wir wollen. Wir müssen hier noch die Eier, werden wir noch nicht legen. Die werden wir, sobald wir sobald wir einfach ein Gehege gemacht haben für den Drachen. Genau. Okay, das Fleisch brauchen wir sowieso momentan nicht. Ich werde noch ein paar Diamanten hier reinlegen. So. Gut. Dann haben wir hier schon mal etwas. Ein Haus. Und da können wir eigentlich diesen töten. Melinda Spellman. Das ist eine Frau. Die könnten vielleicht irgendwie heiraten oder so, aber ich glaube nicht. Aber es gibt so einen Mod, wo man die heiraten kann. Aber eben, solange das sie nicht nervt, ist gut. Okay. Also bis zum nächsten Part. Bis denn. Tschüss.